Die Schüler kamen mit großem Interesse zum Vormittagsprogramm und sie nahmen auch mit Begeisterung am Projekten teil, das vom Schülerwohnheim organisiert wurde. Rendszeresen vannak sakkórák, röplabda, foci, zenekar, kórus ilyenek. Szokott lenni a grillparti, meg színházba el szoktunk járni. A Gábor bácsi előállt egy ilyen ötlettel, hogy egy ilyen nagyon jó lehetőséggel, hogy társasozhatunk egy kommunikációs kurz fejében, és nyilván kihasználtuk ezt az alkalmat, és nagyon jól éreztük magunkat. Das Wunderbar Festival hat eine zweijährige Tradition. Auch in diesem Jahr gibt es in fünf Kirchen mehrere Programme. Am Dienstag konnten die Kinder in der Bibliothek des Valeria-Koch-Bildungszentrums an einer deutschsprachigen Spielerei teilnehmen. Das ist ein Projekt des Lenau-Hauses in fünf Kirchen und wir sind jetzt hier am Valeria-Koch-Bildungszentrum. Im Rahmen des Wunderbar Festivals wird dieses Projekt veranstaltet. Ich habe am Wohnheim einen Kommunikationskurs und ich dachte mir, dass das auch eine gute Möglichkeit für die Schüler wäre, wenn sie bei dieser Möglichkeit mit den Gesellschaftsspielen mitmachen würden und dadurch auch die Kommunikation fördern. Das Wunderbar Festival ist eine landesweite Kampagne der deutschen, österreichischen und schweizerischen Botschaften zur Förderung der deutschen Sprache. Ich denke, das ist eine gute Initiative, wurde vor mehreren Jahren initiiert und es läuft jetzt eigentlich jährlich einmal im Frühjahr, März, April. Und es geht darum, dass in dieser Woche die von den Initiatoren vorgegeben wird, verschiedene deutschsprachige Programme durchgeführt werden im ganzen Land. Und an diesen Programmen kann man dann teilnehmen. Die sind entweder vor Ort oder online, je nachdem, wie sie angeboten werden. Und das ist eigentlich eine sehr gute Werbung für die deutsche Sprache. Das Valeria-Koch-Bildungszentrum legt besonderen Wert darauf, die Schüler so früh wie möglich mit den ungarndeutschen Traditionen vertraut zu machen. Wir bieten mehrere Programme an, entweder am Nachmittag oder wir haben im Rahmen des Projekttages auch verschiedene Veranstaltungen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Mohács und Umgebung, da gibt es auch in Mohács gibt es auch ein ungarndeutsches Lehrpfad, das haben wir besichtigt, oder die St. Nikolaus-Mühle in der Nähe von Mohács. Also das sind auch solche Bezüge, wo auch ungarndeutsche Geschichte wahrgenommen werden kann. Das Vormittagsprogramm stand allen offen, von Grundschülern bis zu Gymnasiasten. Da gibt es auch eine breite Liste. Es gibt sprachfördernde Spiele, aber es gibt auch solche Gesellschaftsspiele, wo es eigentlich egal ist, ob man das jetzt Deutsch oder Ungarisch oder auch in welcher Sprache spielt. Dient auch ein bisschen dazu, dass die Schüler sich ein bisschen wohlfühlen bzw. verschiedene Kompetenzen auch gefördert werden. Neben der Sprache kann ein Brettspiel den Kindern auch helfen, ihre Teamfähigkeit und sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Einerseits, damit die Sprache gefördert wird, andererseits ist es auch wichtig, damit die verschiedenen Gruppen zusammenkommen. Wenn es jetzt in diesem Fall im Klassenverband funktioniert, da ist diese Gruppenbildung ja nicht so gut vertreten, aber zum Beispiel mit meiner Gruppe, die sind ja eine Gruppe aus dem Wohnheim, die sind nicht unbedingt Klassenkameraden, also die sind aus verschiedenen Klassen und da kann diese Gemeinschaft auch ein bisschen gefördert werden. Im Rahmen des Wunderbar-Festivals werden im ganzen Land Projekte organisiert. Die Interessenten können sich im Internet über die Programme informieren.